Donnerstag, 23.03 Uhr. Jetzt kommen wir wohl im Blue Lagoon Club an. Wir müssen da weiter gucken, ob wir da was finden. Wahrscheinlich. Paco Mendes. Er hat die Wohnung vom Doc in der Marble Street gemietet. Ich muss aufpassen, er könnte der Killer sein. Und ich glaube, wir sind im Partnerlook heute beide in Rot. Ja. Und ich gehe mal stark davon aus, dass diese Musik, die gerade im Hintergrund läuft, YouTube wieder mal nicht so gefallen wird. Ich habe, glaube ich, mittlerweile echt irgendwie so 2 oder 3 Videos, die halt irgendwie geclaimed wurden. Nichts weiter schlimm, aber falls ich irgendwann mal Geld mit dem Kanal verdienen sollte, geht das Geld halt an den Urheber. Was aber irgendwie, also die Musik gehört halt dem Spiel, deswegen, aber ich habe keine Ahnung. Er weiß sicher, wo Paco ist. Alles wird gut. Ich finde den Typen, stelle ihm ein paar Fragen und verschwinde wieder. Den haben wir ja schon. Noch nicht, aber ich muss nicht sprechen. Das ist unmöglich. Mr. Mendes möchte nicht gestört werden. Ist er gerade abgehauen? Nee. Okay, ich kann mich auch nicht dahin. Schleichen oder so. Ich muss uns irgendwie was anderes überlegen. Ach, ja natürlich. Warum nicht? Achso, ich dachte, sie steigt da jetzt drauf und tanzt irgendwie. Wie die anderen. Ansonsten. Oh Gott. Kommt nicht durch. Auf eine billige Art. Dann zieh dich aus. Pacos Hausgorilla lässt keinen durch. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich habe nichts gegen dieses Techno-Trance-Zeug, aber das ist wirklich super laut. Ja. Ich muss meine Strategie ändern, wenn ich mit Paco reden will. Kindergarten für den Jet-Set. Definitiv nicht mein Stammlokal. Wenn Paco ein Kumpel vom Todesdoktor ist, sollte ich lieber aufpassen. Vielleicht bemerkt er mich, wenn ich in seiner Nähe tanze. Ja, das hatte ich doch eben schon vor. Kann sie sich hier nicht aufstellen? Ich wollte irgendwie ins Bad irgendwie, dass wir uns vielleicht umziehen können. So wie die hier, die halb nackt da rumsitzen. Das ist immer die Garderobe. Okay, hier ist auch nichts weiter. Okay, das sind wahrscheinlich die Toiletten. Oder Umkleiden. Ah, okay. Zeit für das sexy Girl. Na, das war jetzt eine sehr große Veränderung. Ja, ein bisschen aufknöpfen. Und den Rock ausziehen. Oder aufreißen.
Okay. Eyeliner. Oh Gott. Nicht ins Auge stechen. Sehr schön. Also wenn sie so jetzt nicht auffällt, dann weiß ich auch nicht mehr. Perfekt. Vielleicht können wir jetzt auf diesem viereckigen Ding drauf tanzen. Mal schauen. Apropos. Können wir auch ins Männerklo reingehen? Rein einfach. Ich will einfach mal gucken, ob es funktioniert. Ah nee, schade. Oh doch. Ah nee. Sie will nicht. Schade. Muss man ja mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ah, okay. Jetzt geht's los. Tanzen kann sie schon mal ganz gut. Oh Gott. Wenn ich mich konzentriere. Ha, einfacher Mann. Sehr schnell überzeugt. Das kann ja nur gut werden. Ah, oh, wieder so ein Ekelhafter. Genauso wie dieser eine Typ in dem Motel, der ihr schon so richtig ekelhaft hinterher geguckt hat. Oh. Naja. Aber sie kann ja, glaube ich, ganz gut zuschlagen, deswegen. Aber schon hinkriegen. Geh rein, bring ihn mit der Waffe zum Reden und verschwinde, bevor ich Ärger kriege. Alles wird gut. Alles wird gut. Wenn du das sagst, Madison. Kann die Kamera noch nicht bewegen. In die andere Richtung jetzt. So. Willkommen in meinem Reich. Ich nehm die. Die ist ja sonst nur im Weg, Herzchen. Interessante Musikwahl. So. Zeig mir, was du kannst. Okay. Zieh dich aus. Langsam. Zieh alles aus, Baby. Könnten wir erst reden? Oh nein, wir brauchen nicht reden, Baby. Das habe ich satt. Los, zeig mir, was du kannst. Für das Video wird mir nicht gestrikt mit diesen Hintergrundgeräuschen. Krieg ich einen Drink? Einen kleinen Drink. Nur zum Warmwerden. Ist schon warm genug, Süße. Ja, jetzt wird's heiß. Los.
Zeig mir was. Schön, dass dir schon warm genug ist. Dann will ich gehen. Tut mir leid. Ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis. Ich muss jetzt gehen. Alles klar? Ein andermal. Du hast da wohl was missverstanden, Süße. Du verschwendest meine Zeit. Alles oder nichts, Baby. Und ich will immer alles. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Wehe, Madison, ich muss schon wieder alles zensieren, wie letztes Mal. Die Lampe. Wenn ich nur da dran käme. Ich hab's. Gemacht. Ja, wirklich gut gemacht. So, Akt 2. Loverboy packt aus. Dann bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, er hat ein paar nützliche Informationen für uns. Mann, nun wach auf. Wenn du schreist, bist du tot. Klar? Shit. Was willst du? Du hast eine Wohnung in der Marble Street. Ich will wissen, warum. Eine Wohnung? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Dazu hast du nicht die Eier, Baby. Ich zeig dir meine, wenn ich dich erwische. Die will keiner sehen. Scheißnutte! Du bist tot! Boss? Ist alles okay? Oh mein Gott! Ja, guckt, ey! Ah, herrlich. Die Frau ist super. Oh mein Gott. Wenn dir deine Eier was wert sind, Paco, dann fang endlich an zu reden. Huch. Ah, was machst du? Nein, hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich werd gerade erst warm. Willst du mehr? Ah, ich war nie in der Wohnung. Ich hab die Schlüssel so einem Kerl gegeben. Er hat etwas gesucht. Er hatte viel Geld. Wie hieß dieser Typ? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Ich weiß es. Gott, wie viele Tasten muss ich noch drücken? Und zwar alle gleichzeitig. Shepard. Er heißt John Shepard. Mehr weiß ich nicht. Den Namen haben wir schon mal gehört. So, das war doch gar nicht so schwer, oder? Es war wirklich romantisch mit dir. Aber ich muss los. Man sieht sich, Loverboy. Romantischer geht's nicht. Dann wollen wir mal lieber gehen, bevor er noch irgendwie die Security-Leute ruft. Zeit zu verschwinden. Mein Kopf explodiert gleich. Und du guck mir nicht so hinterher da oben. Ah, das ist aber so geil von ihr. Das war doch was. Das war doch echt nicht schlecht. Ja.
Nächstes Mal überlegt er zweimal, ob er einen sexy Hasen mit ins Büro nimmt. Das stimmt allerdings. Dieser Name, John Shepard. Ist das der Name des Killers? Bald werde ich es wissen.